Also Leute, so in etwa ist die Welt aus viele flache umeinende Körper. Das ist eine Masse. So in etwa, so unterschaubar. Das ist Masse. Das sind 11 Scheiben ineinander, sehr schwierig zum Ineinandersetzen. Das ist Masse. So sieht es aus. Und das beobachten wir jetzt mal bei genauem. Nicht-Masse ist sowas. Nicht-Masse ist sowas. Rast herum. Und so ein Boller, der da rumrast. Nicht-Masse ist auch sowas. Gewurstel. Sowas entsteht bloß, wenn diese Scheiben, diese Flächen ineinander geraten. Da gibt es Schnittpunkte. Also gucken wir uns an, was ich damit aufgetan habe. Unter anderem die Russen, ihre Geheimwaffe, dass sie Schwingungen abschalten können. Das ist nicht Masse. Das ist Gewurstel. So geht's nicht. Kreist im Atom irgendwas rum. Es steht still, das Atom. Und es hat flächige Strukturen. Es bindet sich nichts mit bolzgerade Linie. Es bildet keine Korpuskelchen. Es bildet keine platonische Körper. Keine platonische Körper. Es bildet keine nebeneinanderliegende Kugeln. Auch nicht. Es wurschtelt nicht ineinander. Jetzt gucken wir uns mal an, was es da noch Schicks gibt. Also hier gibt es reichlich Strukturen. Hier gibt es reichlich Strukturen zu sehen. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Einer der besten Filme. Messerscharf. Und woher kommen die Strukturen? Gucken wir es uns an. So, jetzt stehen die ganz einfach. So sind die flachen Flächen, besser kann man sie darstellen, von einer umeinenden Masse, hauptsächlich so Flächen. Und wenn die zueinander stoßen, weil jedes Atom so ist, dann bildet sich halt sowas. So was. Kommt euch bekannt vor? Na, ist ja recht. Da sieht man das haufenweise. Hier sind ein Haufen Ganzheiten, die einander um einen unterwegs. Erster Planet. Zweiter Planet. Alles identisch. Alles Ganzheiten, die sich ausstrecken und keine Korpuskel sind. Und gemeinsam so Bällchen findet. Der Uranus. Einer wieder andere. Übrigens ist das das Genialste, was man sich, was ihr auftrieb, wenn man ihn lang sucht. Also hier Magnetfeld, da misst sie mit Struktur, da misst sie animieren. Sie wissen natürlich kein bisschen, woher die Magnetfelder kommen. Sie haben ja keine Ganzheiten, sie rechnen ja mit Teilchen. Ist das ja der helle Wahnsinn. Wie sie das schön animiert haben. Ich hoffe, es kommt rüber. Also, der Witz ist, dass der innere Chor, da gibt es einen äußeren Chor und der Art von der Erde, und es gibt einen inneren Chor. Und der innere Chor, der macht zwar das Magnetfeld, aber auf den turnen diese Sonnenwinde drum, die Auroras. Die turnen auf dem Außenflur von der Erde rum. Da, wo richtig Energie ist, die ziehen sie an. Und das sieht man deutlich.
der äußere Chor. Also, so sieht man ein Ding aus. Da sieht man genau gleich. Mit Sonne quer durch, macht die bolzgerade Einheiten. Das sieht doch jeder blinde. Bolzgerade Einheiten. Und hier versucht sie zuzuziehen. Aus irgendeinem Grund zieht sie da immer so hübsch zu. Also, offensichtlich gibt es natürlich noch 1000 andere Bilder. In Farbe. Da verspult es ein bisschen Ärger. Also, jetzt bleiben wir bei der Aurora. Also, das ist der innere Chor. Der innere Chor, der macht relativ wenig Zeit, da. Aber der äußere, innere Erdkern, der noch flüssig ist, der hat Bewegung. Der ist in der Lage, diese schnelle Partikel langsam abzubremsen, weil er selber sich auch schnell bewegt. Und dort, wo der Chor am meisten ist, dort ist immer die Aurora. Und die stellt sich zur Sonne hin. Immer etwa senkrecht. Die ist etwa rund. Die ist immer meistens flach. Weil das eben Flächen sind, die da rausragen. Also mit dem Solar, mit der Magnetfeldlinie da, immer ist das hübsch. An der Seite, das ist der Nordpol. In der Mitte zieht es gar nichts. Der Eisenkern, der starre, der bremst nichts ab. Diese schnelle Bremsen. Also eindeutig, das ist im Russisch seine Geheimwaffe, dass er schnelle Partikel produziert. Plasma produziert, das ein riesen Magnetfeld entwickelt und diese schnelle Partikel einfängt. Und da ist da ein Fluss drauf. Und hat er somit hüllt man ab. Mit so einem Material kann schnelle Partikelbeschuss abhalten. Oder zur Explosion bringen, wie auch immer. Oder umlenken, die Rakete. Da sind sie im Putin stinksauer, dass er das hat. Ihr ganze Elektronikkacke stillzulegen. Jetzt haben sie wieder Angst vor Buddy Buddy. War immer noch auf Lager. Oh, sehr schönes Bildle. Da der Erdkern so breit. Übrigens, die Länge ist identisch mit der Länge darum. Also die Einheit, wenn die den umeinert. Da geht es so rum und geht genau bis hierher. Das ist der Hallo. Wie gehabt. Und die Größe entspricht genau im Erdkern. Der zieht nichts an. Die ziehen an. Die da außer. Die Front. Die zieht. Zieht rein. Der erinnert nichts. Und die sind immer ausgerichtet quer zur Sonne. So liegen diese Hüllen dieser Ganzheit drinnen und um einen speziell, sich selber gegenseitig, aber dann die Sonne. Deshalb biegt es das so auf. Und dann strömt es da raus. Auf verschiedene Schichten. Aber immer noch. Das ist auch eine sehr schöne Animation. Also Magnetfelder muss ich animieren. Hilft alles nichts. Aber wenn kein Mensch erklärt, warum gibt es die Magnetfelder, wer soll schon schuld drauf sein? Es gibt ja, also das Märchenwelt der Physik ist ja so endlos, warum soll es da Magnetfelder geben? Gibt Higgsfelder, gibt Krümmung, Raumkrümmung, gibt Zeitdilation, warum auch Magnetfelder? Aber tatsächlich, diese Magnetfelder müssen ja von irgendwo herkommen. Ich vermute von der Masse, von der Ganzheit. Der Masse. Da außen sind sie. Bilder richtige Strukturen. Von Struktur, weil sie ja Teufel komm raus, nichts wissen. Weil Struktur können sie nicht rechnen, können sie wunderschöne Grafiken machen dafür. Und da sind sie halt ganz gut. Also, was haben wir noch auf Lager?
Da sieht man auch schön. Bolzgrad. Hier sieht man aber keine Sonne. Man weiß nicht, wo die Sonne herkommt. Aber dürfte eindeutig von der Seite kommen. Das ist mal aus dem Weltall beobachtet. So schießt das Ei, bildet hier eine aufspruche, gerade Kante. Was haben wir noch? Das haben wir gehabt. Aber jetzt sind wir, also das ist jetzt eine milliardenschwere Aufnahmefolge. Da ist jetzt also dem Sei, also dieser innere Chor, der da anzieht, der ist verdammt klein. Weil das Ding ist klein, ist nicht viel größer wie der von der Erde. Da muss ich ganz kurz, oh, jetzt, nächste Aufnahme. Da 10 Grad, gell, das, da sieht man das, der Chor aus Flächen um die Sonne rum. Die Sonne scheint direkt so hierher und da flacht er ab. Und da flacht er. Es ist nicht einfach rund, das Ding. Es gibt den Hinweis auf abflacht. Da scharfe Kurve. Und hier eindeutig sogar herdrehen zur Sonne. Scharfe Kante. Scharfe Kante, hier ziemlich glatt. Da, arschglatt. Hier glatt, hier scharfe Kante. So sieht es aus. Von wegen Aurora Borealis, sei was rund, ich sehe da. Aber das sind jetzt die allerneuesten Gags. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen.